Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die vier Powerphasen im Golfschwung. Ich zeige euch, welche diese vier Powerphasen sind und wie ihr diese vier Powerphasen mit und ohne Golfschläger üben könnt. Mein Name ist Karl Filbock, ich bin Golflehrer im Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Kurz vorweg, diese Zusammensetzung der vier Phasen hat einen Sinn, und zwar, dass wir unsere Schlägerkopfgeschwindigkeit maximieren, um den Ball weiterzuschlagen. Es kann natürlich jetzt am Anfang passieren, dass das Ganze noch nicht so kontrolliert abläuft und ihr vielleicht ein bisschen mehr Streuung als sonst habt, aber wenn man versuchen möchte, die Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen, ist es wichtig, dass man erstmal, dass einem erstmal egal ist, wo der Ball hinfliegt, damit wir uns wirklich nur darauf fokussieren können, wie wir unsere Bewegung möglichst schnell machen, um den Ball weit zu schlagen, und dann fokussieren wir uns wieder, Kontrolle hereinzubekommen. Starten wir also mit der Einteilung der vier Phasen. Und das ist relativ simpel. Die erste Phase, die Startphase, ist vom Setup, bis der Schlägerschaft parallel zum Boden ist. Die zweite Phase, die Upload-Phase, ist die Phase, bis der Schlägerschaft ungefähr parallel erreicht hat. Dann kommt die dritte Phase, die Download-Phase. Das ist die Phase, bis der linke Arm parallel zum Boden ist. Und dann kommt die Launch-Phase. Das ist dann der restliche Teil bis zum Finish. Wir gehen jetzt diese vier Phasen durch und ich erkläre euch jeweils erst mit Schläger und dann ohne Schläger, was wichtig ist und wie ihr diese vier Phasen möglichst powervoll gestalten könnt. Was gibt es jetzt in dieser ersten Phase zu beachten? Und zwar wollen wir unsere Körpermasse nach rechts in Bewegung setzen. Und wie stellen wir das Ganze an? Und zwar ist es so, dass unser linker Fuß uns ein kleines bisschen nach rechts pusht. Ja, das sehen wir zum Beispiel bei Longdrivern wie Martin Borgmeier. Die haben erst so ein kleines Auslösen nach links und die drücken sich vom linken Fuß rüber aufs rechte Bein. Oder auch Matthew Wolff ist jemand, der erst sehr, sehr sichtbar das Gewicht nach links pusht oder nach links drückt, um sich nach rechts abdrücken, nach rechts abpushen zu können. Und das ist auch das, was wir versuchen. Wir haben das Gefühl, als ob wir uns so ein kleines bisschen, ihr seht es, ich wippe so ein bisschen auf mein linkes Bein, als ob wir uns von unserem linken Bein mit unserer Körpermasse kraftvoll nach rechts rüber bewegen wollen. Das bedeutet nicht, dass meine Hüfte hier rausschiebt, ja, oder dass mein Kopf extrem weit hier rechts rüber geht, sondern ihr seht, ich drücke mich von meinem linken Fuß in meine rechte Seite herein. Ja, das werdet ihr gleich noch spüren, wenn wir eine Übung mit dem Terraband machen. Das zweite, was wichtig ist, ist, dass ihr ein weites Takeaway habt. Das bedeutet, dass wir nicht hier eng am Körper sein wollen, sondern wir wollen das Gefühl haben, wir wollen unseren Druck von links ins rechte Bein bekommen und wir wollen wirklich spüren, dass hier Kraft in dem rechten Bein jetzt drin ist, in dieser ersten Phase, in dieser Startphase. Und ihr seht, wie mein Takeaway sehr, sehr weit ist. Das heißt, mein Griffende ist sehr, sehr weit weg von meiner Gürtelschnalle entfernt. Und wir wollen nicht das hier machen. Ja? Und Nummer 3 ist, das Ganze soll wirklich kraftvoll und schnell sein. Das heißt, wir machen hier kein langsames Takeaway, kein langsamen Aufschwung, sondern wir haben das Gefühl, okay, ich pushe von meiner linken Seite wirklich meine Körpermasse, meinen Druck ins rechte Bein. Mein rechtes Bein fühlt sich jetzt gleich schwer an. Ich will mich vorbereiten für die Ladephase. Ja? Und wie können wir das Ganze üben? Und zwar habe ich dafür ein Terraband mitgebracht und ich stelle meinen linken Fuß auf dieses Terraband und versuche jetzt eine gewisse Spannung aufzubauen auf dieses Terraband und versuche möglichst golfähnlich zu greifen und versuche jetzt auch zu spüren, okay, erst wieder dieses klitzekleine bisschen pushen in die linke Seite und jetzt versuche ich hier
meine Masse, meinen Körper schnell nach rechts zu bewegen und wirklich hier Druck im rechten Bein zu haben, weil das brauche ich gleich für die nächste Phase, für die Upload-Phase. Ja? Und das Ganze sieht eben nicht so aus, nicht aus den Armen, sondern der Körper macht die Bewegung aktiv und schnell. Während wir uns jetzt eben vorbereitet haben, ja, und jetzt eher das rechte Bein sich vielleicht schwer und belastet anfühlt, wollen wir jetzt in der zweiten Phase eigentlich eher ein Gefühl von, dass der Körper leichter wird, erzeugen. Das heißt, in dieser Upload-Phase, ja, wollen wir jetzt das Gefühl haben, wir drehen uns auf, aber fast als ob ich ein bisschen leichter werde. Ich nehme meine Arme, ich reiße meine Arme nach oben und als ob ich mit meinem Bein, was ich eben so ein bisschen geladen habe, mich nach oben hochziehe. Ja? Das heißt, wir waren in dieser Position und alles, was ich jetzt machen möchte, ist natürlich eine große, weite Drehung, aber ich möchte mein rechtes Bein strecken, nach oben bekommen und es fühlt sich eher so ein bisschen an, als ob ich, nachdem ich am Anfang relativ schwer geworden bin, ihr seht es auch, es ist fast, als ob ich ein bisschen aufstehe. Ich will mich leicht anfühlen, ich will mich groß anfühlen, ich will eine weite Drehung haben. Und ich möchte ruhig, um jetzt möglichst weit schlagen zu können, meine Arme weit nach oben bekommen. Ja? Also wir wollen eine große Drehung haben. Wir wollen uns aus dem Bein abdrücken nach oben, als ob ich mich leichter fühle. Als ob ich mich leichter fühle, um jetzt Energie gleich zu haben im Abschwung, die wir in den Boden reindrücken können. Aber damit man sich irgendwo reindrücken kann, ja, müssen wir uns erst groß machen, weit aufdrehen und ja, das rechte Bein strecken, um die Hüfte weit drehen zu können, um sich ja, leicht zu machen als Vorbereitung auf den Abschwung. Wie können wir das jetzt wieder üben? Und zwar nehmen wir das gleiche Terraband, wieder golfähnlicher Schwung. Wir sind hier in der Position und jetzt wollen wir das Gefühl haben, ich arbeite mich nach oben hoch. Und während das sich eben, wie gesagt, schwer angefühlt hat, soll es sich jetzt so anfühlen, als ob wir uns leicht machen, als ob wir uns weit aufdrehen. Und ja, in eine schöne gestreckte Position kommen. Mein Brustbein zeigt weit nach oben. Nimmt das Terraband und fühlt diese Bewegung. Arme weit nach oben, leicht werden vom Gefühl und ja, extrem volle Drehung. Kommen wir jetzt zur dritten Phase, der Download-Phase. Und wenn wir uns eben leicht gefühlt haben im Aufschwung, ja, und uns möglichst groß gemacht haben, dann wollen wir jetzt wieder Druck in den Boden bekommen. Und um das zu verdeutlichen, habe ich einmal hier so einen Schaumstoffball aufgeschnitten. Und diesen Schaumstoffball tue ich einmal unter meinen Fußballen. Und es ist jetzt unter meinen linken Fußballen. Ja? Und es ist jetzt so, dass ich versuchen möchte, diesen Schaumstoffball bis mein linker Arm parallel zum Boden ist, möchte ich jetzt diesen Schaumstoffball wirklich einquetschen. Ja, das heißt, diese Leichtigkeit, dieses Großwerden, was ich eben hatte, das möchte ich jetzt aggressiv bis zu dem Punkt, wo mein linker Arm parallel zum Boden ist, möchte ich hier richtig schön Druck reinkriegen, ja, weil ich möchte mich jetzt in der vierten Phase nachher abstoßen. Ja, das heißt, ich möchte als erstes, was als erstes wichtig ist in der Phase, ich möchte Druck hier reinbekommen. Meine Beine beugen sich, mein Oberkörper kommt eher wieder in so eine Vorbeugung. Und das Ganze soll mit einer kleinen Verzögerung der Arme starten. Das heißt, ich habe das Gefühl, meine Arme im ersten Moment sind ein bisschen verzögert und ich drehe mich ein wenig gegen meine Arme, gegen meine Hände, gegen meinen linken Arm. Und dabei pushe ich richtig schön hier in die Erde herein. Ihr merkt, das Ganze darf ruhig anstrengend sein. Das heißt, ich komme ganz schön aus der Puste. Wichtig ist eben, dass ihr in den vorderen Fußballen reindrückt, weil das ist nachher wichtig, um diese Gegenreaktion zu bekommen, um uns möglichst kraftvoll aus dem Boden wieder herausdrücken zu können, damit wir eine maximale Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen.
Ja? Wie können wir das Ganze jetzt üben? Wenn wir jetzt wieder das Terraband nehmen, was wir eben schön auf Spannung gebracht haben, dann darf euch jetzt diese Spannung regelrecht, bis der Arm parallel zum Boden ist, wieder runterziehen. Und ihr seht, ich beuge meine Beine, gerade mein linkes Bein beugt sich hier in die Erde herein und auch mein Oberkörper kommt wieder in diese Vorbeugung. Also wir sind jetzt wirklich vorbereitet für die letzte Phase, um jetzt die Energie wirklich freizugeben. Kommen wir jetzt zur letzten Phase, der Launch-Phase. Und zwar haben wir gesagt, jetzt sind wir ungefähr hier, wenn der linke Arm parallel zum Boden ist. Ich habe meinen Druck auf dem linken Fußballen. Mein linkes Bein ist gebeugt. Ich habe das Gefühl jetzt, als ob meine Hüfte sich um mich herum bewegt. Ja? Und jetzt habe ich das Gefühl, als ob ich meine Kraft aus dem linken Fußballen, aggressiv nach oben strecken soll. Und ihr seht es vielleicht manchmal bei Spielern, die besonders schnell sind, weil meine Kraft von vorne links, vom Fußballen, extrem schnell nach oben und hinten gedrückt wird, springt regelrecht mein linker Fuß nach hinten. Ja, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern das zeichnet eben einen Spieler aus, der seinen Körper wirklich kraftvoll nutzt. Das heißt, von dieser Phase wollen wir jetzt extrem blitzartig, ruckartig unser linkes Bein strecken und ihr seht, meine Hüfte streckt sich dadurch, auch öffnet sich Richtung Ziel. Meine Gürtelschnalle ist in der letzten Phase runtergegangen. Die Gürtelschnalle streckt sich nach oben. Auch meine linke Schulter hat das Gefühl, jetzt nach oben und hinten zu gehen. Und auch mein Griffende soll jetzt nach oben und hinten gezogen werden. Wie können wir das Ganze jetzt wieder üben, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen? Und zwar habe ich dazu einmal ein Gummiband an eine Tür befestigt und wir wollen jetzt das Ganze ein bisschen auf Spannung bringen. Es ist jetzt nicht ganz perfekt, weil wir hatten ja gesagt, die Phase fängt eigentlich hier an, aber dieses Runtergehen und das Band auf Spannung bringen. Ihr seht, mein Körper ist jetzt leicht vorgedreht, meine Beine sind gebeugt und ich habe jetzt das Gefühl, als ob ich dieses Band nach oben und hinten bewegen kann. Es gibt dafür noch geeignetere Bänder, als ich es hier habe. Die werde ich auch mal in der Beschreibung einfügen. Dann könnt ihr diese vielleicht bei Amazon oder sowas nachkaufen. Aber wir haben das Gefühl, ich nutze den Boden. Ja, noch drücke ich in den Boden rein. Meine Kraft ist vorne links in den Fußballen. Und jetzt strecke ich mich nach oben und hinten, um kraftvoll Kraft aus dem Boden zu holen, mich kraftvoll nach oben abzustoßen. Kommen wir jetzt zur praktischen Anwendung. Ja? Das Ganze war natürlich jetzt erstmal ein bisschen theoretisch, weil man muss erstmal diese vier Phasen verstehen. Aber jetzt fassen wir mal diese Phasen mit oder jede Phase nur mit einem Wort zusammen. Und zwar dieser erste Teil, den können wir beschreiben mit Shift. Ja? Wir pressen unsere Kraft nach rechts. Shift. Der zweite Part ist hoch. Der dritte Part ist, also wir wollen leichter werden, ja, wir wollen uns vorbereiten. Der dritte Part ist runter oder Squat. Und der vierte Part ist jetzt feuern und strecken. Ja? Und das Ganze können wir jetzt mal versuchen, flüssig zu machen. Ja? Ich kann gern so ein bisschen am Anfang hin und her pendeln, um eben zu spüren, ich drücke mich von der linken Seite nach rechts ab. Das heißt, Shift up, Squat feuern. Shift up, Squat feuern. Wir wollen das Ganze, wenn wir einmal diese Phasen ruhig einzeln separat geübt haben, wollen wir sie natürlich jetzt auch zusammenfügen, um maximale Schlägerkopfgeschwindigkeit aus diesen Phasen herauszuholen. Das Ganze probiere ich jetzt einmal.
Ganze nochmal. Shift up, Squat feuern. Das Ganze probiere ich mal mit Ball. Mein großer Schwachpunkt ist immer, dass ich die Hände weit genug mit hochnehme. Aber versucht einmal, wenn ihr das praktisch übt, nur diese einzelnen Wörter zu sagen. Das heißt, Shift, Up, Squat, Feuern. Ich hoffe wie immer, dass euch das Ganze gefallen hat. Spult doch in diese einzelnen Phasen zurück, um euch dort die wichtigsten Punkte nochmal anzusehen. Und dann übt ihr das Ganze und schaut, dass auch ihr eure Schlägerkopfgeschwindigkeit maximieren könnt.